Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 63. Lesung des Buches. Wie heißt das denn überhaupt? Ja, das Doppelgesicht des Papsttums natürlich, steht da ja ganz groß. Der Genius des Papsttums, das Papsttum, der Antichrist der Bibel. Die Bibel beschäftigt sich im Alten Testament hauptsächlich damit, um uns vorzubereiten auf die erste Ankunft Jesu Christi, die dann das Volk Gottes mehr oder weniger verschlafen hat, weil sie auf ihre falschen Lehre gehört haben, die ihnen nicht gelehrt haben, wann Jesus kommt. Deswegen denken sie heute immer noch, die 70. Jahre von Daniel ist nicht erfüllt. Und dann kam mit Jesus Christus das Neue Testament. Die Erfüllung der 70. Jahrwoche ist Beweis, dass Jesus Christus gekommen ist. Das Neue Testament, lass uns mal so sagen, ist der Beweis, dass Jesus Christus die Erfüllung der 70. Jahrwoche war und ist. Und im Neuen Testament wird dann sehr viel gelehrt eben über den Antichristen. Ja, auch wenn das vielen Leuten nicht so deutlich ist. Aber wenn man weiß, dass das Papsttum der Antichrist ist, dann liest sich das Neue Testament auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, wenn man weiß, dass Jesus Christus die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel war und das Papsttum ist der Antichrist, dann müsst ihr mit dem Verständnis das Neue Testament lesen und ihr werdet sehen, wie euch die Augen nochmals aufgehen, wie sie euch früher wahrscheinlich noch niemals aufgegangen sind. Und dann gab es solche Autoren wie James Edgar Wiley, die sich die Mühe gemacht haben und im 19. Jahrhundert Bücher geschrieben haben, unter anderem halt dieses Buch Doppelgesicht des Papstes, um nochmal aufzuzeigen, dass er wie der Monat im Augenblick, in dem wir sind, Jänner oder Januar, Janus, ein doppeltes Gesicht hat, nämlich eine innere Leere und eine äußere Leere. Das, was es nach außen scheint, ist eine Dinge, das, was es nach innen wirklich ist, ist eine andere Sache. Da haben wir bereits so viel darüber diskutiert, so viel darüber gelesen. Wir kommen jetzt wirklich langsam in die finalen Seiten dieses Buches. Und ich hätte letztes Mal im Grunde noch knapp anderthalb Seiten weiterlesen müssen, um das Kapitel zu beenden. Aber wir waren schon so weit über eine Stunde drin, dass ich dachte, nee, das schiebe ich mir doch mal auf für heute. Da werden wir dann auch gleich mit anfangen. Nur bevor wir das tun, hat uns Bruder Alexander wieder ein ganz tolles Lied geschickt und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen und das werden wir jetzt erst einmal abspielen. An den obersten Musiker, ein Psalm Davids, Diener des Herrn. Die Übertretungen des Gottlosen spricht in meinem Herzen. Dass keine Furcht vor Gott in seinen Augen ist. Denn er schmeichelt sich selbst in seinen Augen. Bis seine Ungerechtigkeit als hassenswert erkannt wird. Die Worte seines Mundes sind Unrecht und Betrug. Hat aufgehört, weise zu sein und Gutes zu tun. Er sinnt Unheil auf seinem Bett. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Verabscheut das Böse nicht. Deine Barmherzigkeit, oh Herr, ist in den Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit sind wie die großen Berge und deine Urteile sind eine große Tiefe. O Herr, du bewahrst Menschen und Tiere. Wie köstlich ist deine liebende Güte,
oh Gott. Darum setzen die Menschenkinder ihr Vertrauen unter den Schatten deiner Flügel. Sie sollen reichlich gesättigt werden, worden von der Fülle deines Hauses. Und du lässt sie trinken vom Fluss deiner Freuden. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Oh, setze deine liebende Güte an denen fort, an die dich kennen und deine Gerechtigkeit, die gerecht sind. Lass den Fuß des Hochmütigen nicht gegen mich kommen und die Hand der Gottlosen soll mich nicht vertreiben. Das sind die Arbeiter der Ungerechtigkeit gefallen, sie sind hinabgestürzt und können nicht mehr aufstehen. Doch wieder ein schönes Lied, finde ich. Ich brauchte nur ein paar Minuten, um das erstmal zu gut zu verstehen und die Melodie ein bisschen reinzukommen. Das hört man so in manchen Liedern und dann hört man sie zweimal, dreimal und da findet man sie immer besser. Gut, so ging mir das mit diesem. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wir gehen jetzt in Seite 420 von 447 auf dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgar Wiley und lesen dort fort. Wir haben diesen Absatz hier bereits schon mal gelesen und ich muss auch gleich beginnen mit einer kleinen Entschuldigung. Es geht hier immer noch in dem vierten Kapitel Neue Katholische Liga und drohender Kreuzzug gegen den Protestantismus. Ich hatte ja gesagt, dass den Kroneid, dass ich mir da nochmal das anschauen werde, wo ich das irgendwo finde. Aber ich habe wirklich keine Zeit gehabt, um das zu finden. Ich habe gesucht, aber ich habe zu wenig Zeit gehabt, um es zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Ich weiß, dass es in Alle Wege führen nach Rom ist, der Lesung von Michael de Semlien. Schaut euch das da an, wenn ihr das gerne finden wollt. Vor allen Dingen im Englischen ist das. Und sucht es selbst in der englischen Enzyklopädie. Die findet ihr ja auf newadvent.org. Findet man ja auch die Enzyklopädie von 1907 bis 1913, die ich ja hier bei mir im Schrank stehen habe. Da könnt ihr euch das dann anschauen. Ich habe es wirklich nicht gefunden, um es jetzt nochmal einzublenden. Ich weiß aber, dass ich damals darüber gesprochen habe. Wie gesagt, da für meine Entschuldigung, das kommt halt heute dann doch nicht dran. Aber wir lesen diesen Absatz hier nochmal und den hatten wir ja bereits gelesen zum großen Teil. Und da schreibt der Autor, dass der Zweck aller dieser Versuche ist, die Reformation in ihren politischen und kirchlichen Folgen ungeschehen zu machen. Das ist überhaupt das, was die Leute heutzutage, was sie nicht verstehen, aber was so ist, was die neue Weltordnung ist. Die neue Weltordnung ist nichts weiter als die alte Weltordnung wiederhergestellt. Die Macht des Papsttums wiederherzustellen auf den Rang, wie es war, bevor es überhaupt eine sogenannte Reformation oder besser gesagt einen Protestantismus überhaupt gab. Dafür wurden die Jesuiten gegründet, deren oberstes Motto ist, den Protestantismus auf dieser Erde genau wie das Wort Gottes zu vernichten. Das ist ihr Lebenselixier. Wenn sie das geschafft haben, dann können sie aufhören zu bestehen. Sie werden aber nie aufhören zu bestehen, weil sie werden es nie schaffen. Das ist eine andere Sache, das steht geschrieben. Aber alle Versuche des Papsttums, die Reformation in ihren politischen und kirchlichen Folgen ungeschehen zu machen, ist, wonach die Jesuiten die letzten,
fast 500 Jahre schon streben. Die wurden ja gegründet 1534. Wir sind jetzt 2021, also fast so weit sind wir nicht mehr weg vom 500-jährigen Bestehen. Und da geht die ganze Welt im Augenblick auch drauf hin. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen das nicht erkennen, weil sie viel zu sehr in der Welt sind, viel zu sehr in der materialistischen Welt, als dass sie die geistige Botschaft erkennen würden, die im Augenblick sich in dieser Welt abspielt. Also, der Zweck aller dieser Versuche ist, die Reformation in ihren politischen und kirchlichen Folgen ungeschehen zu machen, alles zurückzubringen auf Ende des 15. Jahrhunderts, den Höhepunkt des Papsttums. Aber dies kann nicht gelingen, solange England ein freies und protestantisches Land bleibt. Darum eben macht Rom so ungeheure Anstrengungen, England zu bekehren. Zu dem Ende will man erst die ganze frühere Hierarchie herstellen, nächstdem die papistischen Bischöfe ins Oberhaus bringen, darauf durch Verträge England dem Romanismus unterwerfen, also Konkordate zum Beispiel, diesen Mitteln durch Errichtung päpstlicher Kirchen, Klöster und Schulen Nachdruck geben, endlich den Kroneid ändern, was sie also Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben, den Kronerben mit einer papistischen Fürstin verehelichen, siehe Lady Diana, Prinz Charles, und siehe Camilla, Prinz Charles, beides katholische Frauen. Und nachdem man auf diese Weise an den Thron sich gedrängt, die volle Herrschaft des Papsttums in den Boden Albions pflanzen. Sollte dann noch Widerstand geleistet werden, so erinnert man sich lebendigst der Zeit der katholischen Maria, und das Schwert wird zur Hand sein. Wird's doch auch an auswärtiger Höfe nicht fehlen. Darauf deuten die Glückwünsche, mit denen die katholischen Mächte Kardinal Wisemans Ankunft in England begrüßt haben, und die gelegentlichen Winke von papistischen Geistlichen und Journalen. Kardinal Wiseman, da habe ich ein Bild von auch vorbereitet, da war neben Kardinal Newman die treibende Kraft nach der Oxford-Bewegung, England wieder katholisch zu machen, die Diözesen wieder einzurichten, Klöster wieder aufzubauen und so weiter und so weiter. Wir gehen da auch nachher noch in einen kleinen Link mit rein, den ich vorbereitet habe. Ich habe die Seite sogar ins Deutsche übersetzt, können wir uns dann nachher anschauen. Das Verdienst in dieser Beziehung mit größter Offenheit, achso, ja, erstmal gehen wir hier in die Fußnote rein, Entschuldigung, vergessen hier, also in der Ankunft Wisemans zu überziehen, da steht hier, die Armagh Gazette teilt aus Dublin vom 7. September 1852 den Wortlaut einer in der Umgebung von Tin Barrett aufgefundenen Eidesformel mit, welche die Mitglieder der Ribbon Society, das ist die Bandmännergesellschaft, bei ihrer Aufnahme in den Bund schwören. Zitat, ich, Pat McKenna in diesem Fall, schwöre und gelobe beim heiligen Peter, heiligen Paul und der heiligen Jungfrau Maria, dass ich treu sein will der Bandgesellschaft und alle ihre Geheimnisse und Passworte für mich behalten werde und bereit bin, jede Minute die Befehle meiner Oberin auszuführen und mit meinen äußersten Kräften auszurotten, alle Ketzerei der Protestanten, und dass ich in ihrem Blute warten will bis an die Knie. So wahr mir helfe, tja, Gott, aber der Gott der Bibel wird dir dabei normalerweise nicht helfen. Was für ein fürchterlicher Eid, wieder einmal, dieser Gesellschaft, der Bandmännergesellschaft, und wir kennen ja auch Order of the Garter, ja, wie das heute heißt, das ist ja auch ein ähnlicher Orden, alles Orden, die dafür gemacht wurden, um dafür zu sorgen, den Protestantismus eben hier zu vernichten. Das Verdienst in dieser Beziehung mit größter Offenheit gesprochen zu haben, hat das römisch-katholische Hauptorgan Europas, Univers, welches ohne Umstände in folgendem einen Kreuzzug gegen die Protestanten predigt. Ja, damals noch ganz offen in diesen Zeitungen, heutzutage mehr versteckt, aber immer noch dieselben Inhalte. Zitat. Ein von der Kirche geprüfter und überführter Ketzer pflege der weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung mit dem Tode übergeben zu werden. Und man muss sich, um das gut zu verstehen, meine Geschichte von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Teile 21 und 22 angucken. Da spreche ich darüber, dass der überführten Ketzer der weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung gegeben werden. Nach dem Motto, die Kirche wäscht ihre Hände in Unschuld,
Sie richtet Tribunale auf, verurteilt diese sogenannten Ketzer, also diejenigen, die sich nicht dem römischen Katholizismus unterwerfen, und gibt sie dann der weltlichen Macht, um die Urteile auszuführen. Und somit kann die Kirche sagen, von wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir haben niemanden umgebracht. Aber sie haben die Verhandlungen geführt, soweit man das überhaupt eine Verhandlung nennen kann, und sie haben die Verurteilten dann zur Urteilsvollstreckung der weltlichen Macht übergeben. Teil 21 und 22 in der Buchlesung von Henry Charles Deere. Schaut es euch an, da wird das besprochen. Nichts in der Welt erscheint uns natürlicher oder notwendiger. Mehr als 100.000 Menschen kamen infolge der Wycliffe'schen Ketzerei um, eine noch größere durch die hussitische. Also wir sprechen hier von den Lollards und den Hussiten. Also die Lollards waren die Folger von Wycliffe, der im 14. Jahrhundert lebte. Und die Hussiten waren die Folger von Jan Hus. Und die wurden mit Tausenden und Hunderttausenden umgebracht im Lauf der Jahrhunderte. Der Umfang des durch Luthers Ketzerei veranlassten Blutbades lässt sich gar nicht angeben, da es zudem auch noch nicht vorüber ist. Nach 3 Jahrhunderten stehen wir am Vorabend des Wiederanfangs. Und das ist aus dem Universe vom August 1851. Wollen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie den Text nochmal lesen, das ist ein Zitat aus einer öffentlichen Zeitschrift, ja, aus dem 19. Jahrhundert, Universe. Ein von der Kirche geprüfter und überführter Ketzer pflegte der weltlichen Obrigkeit zur Bestrafung mit dem Tode übergeben zu werden. Nichts in der Welt erscheint uns natürlicher oder notwendiger. Also hier wird das noch gerechtfertigt. Mehr als hunderttausende Menschen kamen infolge der Wycliffe'schen Ketzerei um, eine noch größere durch die hussitische. Der Umfang des durch Luthers Ketzerei veranlassten Blutbades lässt sich gar nicht angeben, da es zudem auch noch nicht vorüber ist. Die Hussiten haben sie mehr oder weniger komplett vernichtet und die Lollarden ebenso, aber die Lutheraner immer noch nicht. Mit denen haben sie dann unter anderem 1999 einen Vertrag geschlossen zur gemeinschaftlichen Glaubenserklärung oder Rechtfertigungserklärung. Joint Doctrine of Justification, ja. Nach 3 Jahrhunderten stehen wir am Vorabend des Wiederanfangs. Also wir haben die Hussiten und die Lollarden ausgelöscht, sind mit den Lutheranern immer noch da und jetzt stehen wir am Wiederanfang, nämlich Mitte des 18. Jahrhunderts, Wiederanfang des Katholizismus, um in England den Katholizismus wieder aufzubauen, wobei hier der Cardinal Wiseman, den wir hier im Bild haben, einer der Hauptmitarbeiter dran war. Hiernach geben sich also die Verschwörer wieder die Gesellschaft nicht einmal die Mühe, ihr teuflisches Komplott zu verbergen. Nee, sie haben das hier Mitte des 19. Jahrhunderts ganz offen in der Zeitschrift geschrieben. Eine Bartholomäusnacht in England und die Herrschaft des Despotismus ist aufgerichtet. Der Triumph des Vatikans vollständig. Und mit diesen Worten endet das zweite Kapitel, und wir kommen jetzt ins dritte Kapitel des fünften und abschließenden Buches, Das Doppelgesicht des Papsttums, mit dem Titel Allgemeine Propaganda. Die Pläne der römischen Kirche erstrecken sich weit über die Grenzen des alten Römerreichs hinaus. Wo britische Macht und britischer Unternehmungsgeist einen Pfad öffnet, da kommt der römische Missionar und pflanzt seine geistliche Tyrannei unter der freien Flagge von Britannien. Die Anlage und Verteilung der römischen Missionsstationen auf dem ganzen Erdball, siehe das Verzeichnis in dem Anhänger, allgemeine Übersicht, ist dem beabsichtigten Zwecke, die Weltherrschaft trotz aller Hinderung zu erlangen, vollkommen angemessen vorgenommen worden. Und hier gehen wir jetzt in eine Fußnote. Die Fußnote hier 2c, also das heißt, wir gehen auf Seite, eben das hier kurz anstreichen farblich, wir gehen auf Seite 440 und wir schauen uns das an. Die Anlage und Verteilung der römischen Missionsstationen auf dem ganzen Erdball. Ja? Das ist eine allgemeine Übersicht, die hier in dem Buch beigefügt ist. Da müssen wir eben 18 Seiten runtergehen auf Seite 440. Und dann werdet ihr sehen, da haben wir hier, ich werde das jetzt mal
ganzseitig groß machen. Da haben wir jetzt den Anhang. Allgemeine statistische Übersicht der Verbreitung der römischen Kirche auf der ganzen Welt. Interessant ist es natürlich, wenn wir das dann nachher mit heute vergleichen. Wir haben hier einen Vergleich mit Deutschland in 2018, den ich rausgesucht habe. Das Erzbistum Paderborn hat da eine Statistik rausgebracht. Die schauen wir uns nachher an. Aber schauen wir erstmal hier an, was das im Buch sagt. Wie verbreitet sich die römisch-katholische Kirche auf der ganzen Welt? Ausgezogen aus Battersby, Registry of the Whole World. Ja, also das ist eine öffentliche Publikation. Papst Pius IX. Konklave von 72 Kardinälen, 12 Patriarchen, 690 Erzbischöfe und Bischöfe, 90 Koadjutoren, Auxiliar, also Unterstützende und Suffraganbischöfe, 76 apostolische Vikare, 9 Präfekten, Totalsumme der höchsten Würdenträger 876. Bistümer und deren Bevölkerung. Jetzt schauen wir mal. In Europa haben wir 606 Bistümer. In Asien 60, in Afrika 11, in Amerika 94, in Ozeanien 10. Und jeweils steht dabei, wie viele Einwohner da sind. Das heißt, in Europa haben wir zu dem Zeitpunkt knapp 125 Millionen Einwohner, in Asien 1,2 Millionen, in Afrika 800.000, in Amerika 26 Millionen und in Ozeanien 3 Millionen. Im Ganzen 781 Bischöfe auf 156 Millionen Seelen. Jetzt wollen wir doch mal eben gucken, wie sieht das denn in 2018 in Deutschland aus. Deswegen habe ich ja hier die Seite genommen. Dann schauen wir uns das mal kurz an. Ich hatte hier auch noch eine andere Seite vorbereitet über den Traktarianismus, aber das ist für später. Jetzt machen wir das mal eben hier rein und dann schauen wir uns mal diese Seite an. Ich bin da damals, als ich das Buch vorbereitet habe, da reingegangen, jetzt nicht mehr. Katholische Kirche in Deutschland, das ist halt nur in Deutschland. Da seht ihr mal, Wohnbevölkerung, also in Deutschland alleine 83 Millionen Menschen, davon 23 Millionen Katholiken. Das macht 27,7, also nur knapp ein Viertel der ganzen Bevölkerung aus. Und immerhin noch 21 Millionen sogenannte Protestanten. Wenn das alles echte Protestanten wären, dann würde Deutschland heute ein schöneres Land sein, um darin zu wohnen. Da bin ich ziemlich sicher von. Jetzt schauen wir mal hier, Priester. Gibt es Weltpriester, Ordenspriester insgesamt 13.000, davon im aktiven pastoralen Dienst 6.500 und so weiter und so weiter und so weiter. Ständige Diakone 3.327, im Hauptberuf immerhin 1.300 und dann gibt es noch Gemeindeassistenten und Referenten, männlich und weiblich und so weiter und so weiter. Und dann sehen wir hier mal eben Eckdaten des kirchlichen Lebens in den Bistümern Deutschlands 2018, also vor knapp 2 Jahren, Äußerungen des kirchlichen Lebens. Und dann sehen wir hier die verschiedenen Bistümer, Erzbistümer, Bistümer. Wir sehen, wie viele Pfarreien es gibt, wie viele Katholiken darunter wohnen, wie viele Gottesdienstteilnehmer davon sind, wie viele Taufen dort gemacht werden, wie viele Erstkommunionen gemacht werden, Firmungen, das ist also die Bestätigung der ersten Kommunion, ne? Taufe, Kommunion, Firmung, so läuft das da. Wie viele Trauungen vollzogen wurden, also Ehen nach römisch-katholischem Recht, wie viele Bestattungen gelaufen sind, wie viele Eintritte in die Kirche es gab, wie viele Wiederaufnahmen es gab und auch wie viele Austritte es gab. Das ist in dieser Totalaufführung hier doch immerhin 216.000 Austritte. 216.000 Austritte, das finde ich natürlich schon persönlich einen Lichtblick. Da denken die wahrscheinlich anders drüber. Ich finde das einen Lichtblick. Und dann geht es hier noch weiter. Und ja, wir sehen das dann hier über insgesamt. Ja, Michael, sag mal. Ja, aber das ist natürlich dann auch monetär bedingt. Ne? Das kann halt sein, dass der Kirchenaustritt eher nur daran liegt, dass die Menschen im Berufsleben dann die Kirchensteuer nicht bezahlen wollen. Ne? Ich glaube, dass das nicht unbedingt dann so einen religiösen Hintergrund unbedingt haben muss. Ne? Nee, das hat es nicht, aber dass die Kirche Mitglieder verliert, ist ja an sich gut. Der Grund ist jetzt, spielt jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle, würde ich mal sagen. Gut finde ich, dass die da mehr oder weniger halt noch, dass es noch Leute gibt, die da austreten, lass uns mal so sagen. Das finde ich persönlich, finde ich das eigentlich ganz gut. Dann haben wir auch noch eine Karte bei, wo wir dann sehen, wie die Leute verteilt sind.
Das geht dann jetzt hier ein bisschen sehr ins Detail. Ich werde euch den Link in der Beschreibungsbox des Videos mitgeben, dann könnt ihr das selbst nochmal in Ruhe nachschauen. Das wollte ich nur mal eben machen, dass wir sagen, von, schaut mal, es gibt auch Quellen, wie man das heute gucken kann. Das ist jetzt Deutschland alleine. Man kann das auch über ganz die Welt wahrscheinlich sich anschauen. Das ist jetzt ja nur hier mal gemacht über Deutschland. Und wir sind ja hier in dem Buch sogar über die ganze Welt, ja, verteilt. Europa, Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien. Schauen wir noch mal ein wenig weiter. Allgemeine Übersicht der Missionen und deren Bevölkerung. In Europa gibt es 32 Vikariate mit zwei Präfekten, 5.816 Missionare auf 5.482.000 Seelen. Also ungefähr ein Missionar auf 1.000 Seelen, kann man ungefähr ausrechnen. In Asien sind es 26 Vikariate ohne Präfekte, mit 339 Missionaren auf 1,6 Millionen Seelen. In Afrika 6 Vikariate mit 112 Missionaren auf 231.000 Seelen. Natürlich müsst ihr verstehen, hier in Afrika, da waren noch lange nicht alle Länder erfasst. Ne? Also Afrika hat natürlich mehr Einwohner als die, wie es hier steht, 800.000. Ne? Das sind die, wo die Katholiken auch vertreten sind. Ist das eine Wortmeldung? Ja, eine kleine. Ich habe schnell kurz geschaut auf Wikipedia. Die aktuellen Zahlen von Bischöfen. Ja. Hier werden sie mit 781 tituliert und beim Wikipedia sind wir jetzt aktuell 2019 bei 5.400 Bischöfe. Weltweit. Weltweit, ja. Ja, also eine Versiebenfachung ungefähr. Ja. Ja gut, die Weltbevölkerung ist natürlich auch ein bisschen gewachsen in der Zwischenzeit, ne? Wir in Europa sehen 125 Millionen Seelen. Europa umfasst im Augenblick in der sogenannten EU knapp 500 Millionen Seelen. Ne? Also die Weltbevölkerung ist natürlich ganz schön gewachsen, trotz aller Versuche des Antichristen, das Wachstum der Weltbevölkerung unter Kontrolle zu bekommen. Aber jetzt lässt man ja Bill Gates auf die Menschheit los. Jetzt wird es ja alles besser. Jetzt wird das ja ordentlich zurückgeschraubt in der Zukunft. Ne? Also behaltet mal die Zahlen hier für die Statistiken, für drüber nachzudenken. Speziellere Übersicht der Missionen im Januar 1849, also kurz bevor das Buch hier erschien. Da muss man natürlich auf Zahlen zurückgreifen, die zu dem Zeitpunkt bereits erschienen waren. So ist jetzt hier in England. Apostolisches Vikariat für Schottland, 5 Bischöfe und 110 Priester, verschiedene Missionen für den Norden, 3 Bischöfe und 44 Priester, Missionen für die Schweiz, also das ist hier Lausanne, 1 Bischof und 40 Priester und Apostolisches Vikariat für Gibraltar, das ja auch noch zu England gehört, mit 2 Bischöfen und 10 Priestern. Dann gibt es hier die Ionischen Inseln, das Erzbistum Korfu, das Bistum Xante. Dann gibt es die Apostolische Delegation für Griechenland, Erzbistum Maxia, Bistümer Syra, Tino und Santorina. Dann gibt es die Donau-Fürstentümer, Erzbistum Sofia in Serbien, was ja eigentlich ein protestantisches, also nicht protestantisches, aber Serbien ist ein orthodoxes Land, also östlich-katholische Kirche gefärbt. Der Moldau und der Walachei. Und dann gibt es in der Türkei auch noch Erzbistümer in den verschiedenen Städten. Ich lese sie jetzt nicht alle vor. Ihr seht das ja selbst hier auf dem Schirm. Ihr könnt das selbst lesen. Interessant ist hier Mission der Kapuziner, ja, der Kapuzinerorden. In Europa die Station Konstantinopel mit 8 Hospizen, 20 Missionaren und 8 Laienbrüdern. Und dann sehen wir das auch noch in Cephalonia, in Odessa, in Philippopolis, in den Rätischen Alpen und in Graubünden. Dann sehen wir in Asien die Stationen in Hindustan, Agra, Hindustan, Patna, Spanien und Palästina und in Trapezunt, wobei man auch erstmal lernen muss, wo das eigentlich alles liegt, weil die Namen sind ja von vielen Orten heutzutage im 21. Jahrhundert nicht mehr dieselben, dass man das gar nicht mehr gut erkennt. Und dann haben wir in Afrika die Station, in Galas ist das hier und in Tunis. Und in Amerika die Station in Bahia, Para, Ferrambulo, Rio de Janeiro, in den Provinzen und Venezuela. Hier sprechen wir also über Lateinamerika und nicht über die USA.
und Beiträge für die verschiedenen Missionen auf der ganzen Erde. Für die Missionen, also da geht es jetzt um Geld, ja, für die Missionen in Europa 141.000 Taler, in Asien 285.000, Afrika 67.000, Amerika 227 und Ozeanien 113.000, macht in total 841.800 Taler. Also, das ist das Geld, mit dem das unterstützt wird. Soweit dieser Fakt, das wollte ich euch nur mal eben zeigen. Es ist auch mal interessant, halt in solche Dinge mit reinzugehen, wenn man solche Buchlesungen macht, um in diese alten Statistiken mit reinzugehen, wie weit verbreitet war das, war der Katholizismus in der Zeit, die ja doch ein wenig vor der Zeit ist, vor der wir heute leben. Dann kann man das natürlich jetzt auch vergleichen damit von, wie ist das gestiegen, wie ist das gesunken, proportional. Ich glaube, proportional ist der Katholizismus nur wenig gestiegen, wenn man jetzt davon ausgeht, wie viele Einwohner damals die Länder hatten, wie viele Einwohner sie heute haben, wie viel der Katholizismus damals war, wie viel der Katholizismus heute ist. Gerade in Deutschland, wo wir ja gesehen hatten, 27,7% war es, glaube ich, auf der Webseite, 27, irgendwas Prozent, also gerade etwas über ein Viertel. Und dann sind noch über 21% Protestanten. Das Problem ist, was sie da natürlich in solchen Statistiken nicht beischreiben, dass die Protestanten ja keine Protestanten mehr sind, sondern ökumenische Katholiken. Und von daher ist das ungefähr die Hälfte, was Katholizismus ist in Deutschland. Und das ist natürlich weniger schön. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen finde ich es sehr schön, dass wir mal eine Übersicht haben. Und diese Übersicht ist dem beabsichtigten Zwecke, die Weltherrschaft trotz aller Hinderung zu erlangen, vollkommen angemessen vorgenommen worden. Die bewährte Zähigkeit der Kirche bürgt für die Konsequenz in der Fortsetzung des Begonnenen. Ganz abgesehen von dem zivilisierten Europa, wobei ich zivilisiertes hier mal zwischen Anführungszeichen eigentlich setzen würde, ganz abgesehen von dem zivilisierten Europa, wo die Seelenretter allenthalben in der Prachtfülle kirchlicher Würdenträger auftreten, begegnen wir ihren Sendboten und Niederlassungen in den Donaufürstentümern, wo asiatische Barbarei und europäische Verfeinerung sich berühren. In Mesopotamiens und Syriens Ebenen, an allen Grenzen des Islam, in Indien, wo britische Bildung und Förderung des evangelischen Christentums ihnen bis jetzt den Rang abgelaufen hat, ja, man muss ja mal so sehen, Indien war ja lange Zeit eine mehr oder weniger Kolonie der Briten und solange wie die Briten noch mehr oder weniger protestantisch waren, haben sie dort auch protestantisch gelehrt. Also zumindest mit der anglikanischen Kirche. Und die anglikanische Kirche war ja zumindest teilweise protestantisch. Das muss man ja eben auch sagen. Also nicht rein katholisch. Also da sind auch gute Dinge gelaufen. In China, wo die stereotypen Ideen und Gebräuche des himmlischen Reiches durch die Einwirkung britischen Verkehrs endlich zerschmelzen müssen, in Australien, Ozeanien und in Amerika, vom Kap Horn bis nach Kanada. Also Amerika wirklich vom ganz äußersten Süden, Kap Horn, bis in den absolut äußersten Norden, Kanada. Und immer wird die alte Praxis geübt. Die Völker, ehe europäische Bildung sie berührt, ehe ein Strahl des Christentums sie erleuchtet hat, sogleich unter das Joch der Kirche zu zwängen. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Satz. Immer wird die alte Praxis geübt. Die Völker, ehe europäische Bildung sie berührt, ehe ein Strahl des wahren biblischen Christentums sie erleuchtet hat, sogleich unter das Joch der römisch-katholischen satanischen Kirche zu zwängen. In einer Fußnote sagt der Autor hier, mehr als 40 unabhängige Gesellschaften sind den zwei Hauptinstituten, nämlich in der 1622 durch Antichrist Gregor den 15. gegründeten und durch dessen Nachfolger Urban des 8. erweiterten Propaganda zu Rom und in dem Institut der Auswärtigen Missionen zu Paris zentralisiert. Fast nur durch freiwillige Beiträge werden sie erhalten, namentlich letzteres. Außerdem ist von Marzion eine auch Handelszwecke verbindende ozeanische Sozietät vor einigen Jahren gegründet worden. Ihr erstes Schiff, L'Arche d'Alliance, also die Arche
der Verbindung der Allianz ist kürzlich nach der Südsee abgegangen. Sie soll jetzt 4 Schiffe besitzen. Ihre Zweiggesellschaft in Italien, 3 Hilfskomitees umfassend, 1845 auf 30 Jahre gebildet, hat Aktien emittiert, für welche sie 5% Zinsen garantiert und schlägt die Dividende zum Kapital. Das genuesische Komitee hat ein Schiff angekauft, welches mit reicher Ladung und etwa 40 Missionaren an Bord im September 1847 unter Segel ging, nach Valparaiso, Tahiti, Neukaledonien, Macau, Hongkong und Nordchina. Ersichtlich ist auf Tahiti nur der Anfang der Bedrängung der evangelischen Mission von Seiten der römischen gemacht. Das Hauptquartier der französischen Propaganda ist Lyon, ja, im Süden von Frankreich. Der Erzbischof Bonald, ich will ja nicht hier Donald Trump haben, der Erzbischof Bonald, ihr Präsident. Durch ihre Hilfe ist kürzlich Hindustan mit Bischöfen in Partibus versorgt worden. Also Partibus heißt in Teilen. Ne? Die sind durch die Hilfe von Lyon mit Bischöfen versorgt worden, teilweise zumindest. Papistische Priester durchzogen China, Tibet und die Tartarei, das ist, glaube ich, Mongolien, wir würden das heute nennen, das Brevier in der einen, die Dörfer in der anderen, die Börse in der anderen Hand, Entschuldigung, das Brevier ist also das katholische Gebetbuch, lass uns mal sagen, die Börse in der anderen, ja, um das Geld einzusammeln, gleich nach erfolgreichen Beichten abgenommen zu haben wahrscheinlich, um nach dem Gebet sogleich den Tribut für Rom in Empfang zu nehmen, und aus dem Van Diemen's Land ist dem Papste schon mancher Krontaler zugeflossen. Van Diemen's Land, so hieß damals Neuseeland. Ja, Van Diemen's Land ist die Originalerklärung hier aus dem Englischen, was the original name used by most Europeans for the island of Tasmania, part of Australia. Ja, also Tasmanien, was Teil Australiens ausmacht, war der ursprüngliche Name, den wir aus Europa daran gegeben haben, Van Diemen's Land. Van Diemen hat das wahrscheinlich entdeckt oder so, weiß ich nicht. Der Name wurde verändert von Van Diemen's Land in Tasmanien 1856, und das kann man dann auch auf Wikipedia nachlesen. 1856, also hier war es noch Van Diemen's Land, deswegen spricht der Autor auch von Van Diemen's Land. Da ist dem Papst schon so mancher Krontaler zugeflossen. Der kriegt überall aus diesen Gegenden Geld. Der saugt diese Länder auch regelrecht leer. Da geht es im Grunde ja drum, dass die römisch-katholische Kirche reicher wird und alle anderen arm werden. Das nennt sich dann Caritas in Veritate oder Nächstenliebe in Wahrheit. Weil aber alle propagandistischen Pläne Roms keinen dauernden Erfolg versprechen, solange Britanniens ungeschwächte Macht die Bibel in 143 Sprachen über die Welt verbreitet, solange England seinen Beruf erfüllt, mit dem Christentum Bildung und mit der Bildung Christentum zu verbreiten, so wären ja die Jesuiten verächtliche Stümper in ihrer Politik gewesen, hätten sie nicht alle ihre Kraft und alle ihre Geschicklichkeit aufgeboten, um England dem Trotz zu bieten, sie sich unfähig fühlten, in den Schoß der allein selig machenden Kirche zurückzuführen. Etwa seit 1820 verfolgen sie dieses Ziel mit bewundernswerter Konsequenz. Die Operationen begannen in Irland. Erst setzten sich die Jesuiten fest in der Person des Provinzial Dr. Henry, Priester des Conglows, wo eine bald stark besuchte Schule errichtet ward. Von da bemächtigten sie sich des irischen Priesterseminars Maynooth College, brachten alle Priester, somit auch das Volk, unter General Rothans Botmäßigkeit. Ja, General Rothan war der Jesuitengeneral Mitte des 19. Jahrhunderts, der vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass aus Irland hunderttausende Menschen einwanderten in die Vereinigten Staaten von Amerika und die ganzen Katholiken also aus Irland rübergeschifft wurden in Amerika. Das war Rothan, und da gab es noch einen zweiten General, ich glaube, der hieß Bex, und die haben beide in der Zeit zwischen 1820 und 1880 gelebt und regiert.
Da habe ich auch in anderen Lesungen mal drüber gesprochen. Ja, also, somit auch das Volk unter General Rothans Botmäßigkeit begannen mit großem Geschick die politische Agitation und beförderten die Katholiken und sich selbst ins britische Parlament. Damit war der erste Akt ihres Operationsdramas bereits vollendet. Ein nächster, höchst wichtiger Zweck war die Konversion, also die Konversion, wie nennt man das wieder im Deutschen? Jetzt komme ich nicht auf das deutsche Wort der Konversion. Hilft mir auch keiner hier, ne? Wir sind schon so gewöhnt an die Fremdwörter. Wahrscheinlich, ja. Convert Umwandlung. Order. Umwandlung. Danke, ja, genau. Danke, Michael. Also ein nächster wichtiger Schritt war die Umwandlung der alten englischen Familien. Das Kollegium zu Stonyhurst wurde errichtet, blühte auf und trug das wohlpräparierte Gift des Romanismus erfolgreich in die Schlösser des englischen Adels. Stonyhurst ist die Jesuitenuniversität in England, in Großbritannien. Da sind wir auch, glaube ich, in Cold World Babylon sehr tief drauf eingegangen, wenn ich mich nicht irre. Ein ähnliches Verfahren begann gegen die englische Kirche. Haben wir auch keine direkten Beweise, dass in derselben schon zum Papsttum übertretene Geistliche fungiert haben, so liegt doch die Vermutung sehr nahe, wenn man den Lebenslauf einzelner Männer wie Ward, Newman und andere beachtet, auch einzelne Äußerungen der Tracts for the Times ins Auge fasst. Weil hier muss ich nochmal ein kleines bisschen geschichtliche Erklärung dazugeben. Einzelne Männer wie Ward und Newman, da können wir uns auch mal ein Bild anschauen, habe ich hier, Cardinal Newman, das war ein Überläufer vom Protestantismus. Und der ist dann sogar heilig gesprochen, glaube ich, Cardinal John Henry Newman, hier haben wir ihn. Der lebte also Mitte des 19. Jahrhunderts, war neben Cardinal Wiseman, den wir ja bereits gesehen hatten, eine ganz wichtige Person, wurde hier selig gesprochen, ja, Beatification, das ist in 2010 von Benedikt dem 16., unserem deutschen Papst. Hier haben wir ein Bild von dem Newman und hier wird der also selig gesprochen. Also nicht heilig, sondern selig. Erst kommt die Seligsprechung, später kommt die Heiligsprechung wahrscheinlich, Beatification. Ich weiß nicht, ob er inzwischen heilig gesprochen wurde. Ich dachte, das war 2019 oder so. War das erst vor kurzem, war das, glaube ich, erst passiert. Vielleicht kann Michael das nochmal eben kurz nachgucken, Cardinal Newman. Das Wichtige ist halt, dass dieser Cardinal Henry Newman im Grunde von 1801 bis 1890 lebte, ein Protestant war, der übergetreten war in die römisch-katholische Kirche und dann dafür gesorgt hat, dass die römisch-katholische Kirche in England wirklich zu absolut neuer Kraft gekommen ist. Und über den haben wir, glaube ich, auch gesprochen in Alle Wege führen nach Rom, unter anderem. Und ich weiß nicht, ich glaube, in Griesinger hat er nicht besonders erwähnt, weil das war ziemlich zeitnah. Ja, sag mal. 13.10.2019. Ich dachte doch, das war da. Kanonisiert. Ja, also heilig gesprochen, ne? Genau. Genau, ja. Also wir hatten gerade eben das Bild von seiner Seligsprechung, Beatification 2010 unter Papst Benedikt dem 16. Und dann, ich meinte mich da noch daran erinnert zu haben, 2019 die Heiligsprechung von diesem Newman, der ursprünglich protestantisch war. Das ist der, von dem hier James Atkin Wiley spricht. Und dann Tracts for the Times, ja, da müssen wir mal eben gucken, das ist die Tractarian Society und da habe ich einen Link bereits geöffnet, das habe ich vorbereitet vorhin und habe das sogar in Deutsch übersetzt, Tractarismus, das hat nämlich zu tun mit der Oxford-Bewegung. Wir gehen ja jetzt hier in dem Buch ein bisschen darauf mit ein, wie die Jesuiten und die Katholiken dafür gesorgt haben, dass sie in England wieder die Oberhand gewinnen können. Also schauen wir doch mal eben diese Seite rein. Ich habe sie selbst nicht durchgelesen, ich habe sie damals rausgesucht, aber das ist interessant. Ob wir sie jetzt ganz durchlesen, weiß ich nicht, aber wir schauen doch mal eben rein. Traktarismus, ne, da geht es also um Traktate zu verteilen eben auch, war der Name für die erste Stufe der Oxford-Bewegung, abgeleitet aus einer Reihe von Tracts for the Times, da geht es also um Traktate, um Schreiben für die Zeit, die zwischen 1833 und 1841 von einer Gruppe hoher Kirchenmänner aus Oxford geschrieben wurde, darunter Harold Froude, Keble,
New Man, das ist unser gerade eben selig und heilig gesprochener Cardinal Henry Newman. Pusey, von dem der Puseyismus kam, das ist wieder eine andere Geschichte. Da hatten wir auch in Romanismus und die Reformation drüber gesprochen, von Henry Gretton Guinness. Und unter anderem eben auch Isaac Williams. So, die Hochzeit, nicht Hochzeit, aber die Hochzeit der, der Oxford-Bewegung war 1833 bis 1845. Ich habe letztens von Bruder Brett Norman aus England noch ein Buch geschickt bekommen, in das ich ganz dringend reingucken muss. Da geht es nämlich um die geheimen Beschlüsse, die in der Oxford-Bewegung da genommen wurden. Secrets of the Oxford Movement, also die Geheimnisse der Oxford-Bewegung. Sehr interessant. Muss man sich aber Zeit nehmen, auch ein Buch von knapp 400 Seiten. Und die Oxford-Bewegung ist eben die Bewegung, die dafür gesorgt hat, dass der Katholizismus in England wieder groß wurde. Ja, deswegen eine ganz, ganz wichtige Sache. Das fing an mit dem Traktarismus, hat sich dann fortgesetzt in der Oxford-Bewegung. Ihr Kontext, der durch Keble's Oxford-Predigt zum Thema nationaler Abfall vom Glauben vom 14. Juli 1833 signalisiert wurde, war alarmierend über den Ansturm des römischen Katholizismus, des Dissens und des Liberalismus, der durch die Abschaffung von 10 irischen Bistümern durch die Whig-Regierung in dem, was zu sein schien, im Mittelpunkt stand, eine Revolution von den Beziehungen zwischen Kirche und Staat. Ihr dürft nicht vergessen, das ist jetzt kein perfektes Deutsch, weil die Seite ist mit dem Google Translator automatisch übersetzt worden. Das macht also nicht immer so viel Sinn, diese Sätze hier zu lesen. Wichtig ist nur, dass wir verstehen, dass wir der Oxford-Bewegung vorausgehend 1829 den Emanzipationsakt hatten. Und das war ein Gesetz, das erlassen wurde, was den Katholiken wieder ihre Religionsfreiheit zurückgegeben hat. Also mit anderen Worten, sie durften ihre Religion wieder frei ausüben. Und das hat sich dann durchgeschlagen in dem Traktarianismus, und der dann geendet ist in der Oxford-Bewegung. Und das hat dann dazu geführt, dass man eben wieder den Katholizismus in England aufgebaut hat mit all den verschiedenen Bistümern, Diözesen und so weiter, wo wir ja auch vorhin dann die, die Karten von gesehen hatten, was da im Grunde der, das Resultat von war. Traktarier bestanden auf der Autorität der Kirche, den Engländern als göttlich beauftragter Vertreter Christi und seiner Apostel die katholische Wahrheit zu lehren, und ihre Erforschung dieser Autorität begann eine Bewegung, die das Verständnis des englischen Christentums von Heiligkeit, Anbetung und religiöser Praxis entscheidend beeinflusste. Die Aufregung, die Newmans Traktat 90 in den 39 Artikeln hervorrief, beendete die Serie, und sein Empfang in der römisch-katholischen Kirche schloss die Traktatphase. Aber ihr Einfluss bestimmte das anglikanische Tempo für den Rest des Jahrhunderts. Also, was hier steht, heißt, Newman war einer der Traktateschreiber, und der ist danach dann übergetreten, weil das eben eine Kontroverse hervorrief, wie denn ein Protestant bitteschön so einen Traktat schreiben kann, ist er übergetreten in die römisch-katholische Kirche. Deswegen. Ja? Und interessant ist dann, dass er dann in der römisch-katholischen Kirche solch eine Karriere gemacht hat, dass er immerhin zum Kardinal aufgestiegen ist und dann inzwischen erst selig und dann selbst heilig gesprochen wurde. Ja? Also eine ganz, ganz wichtige Person. Nun, die Aufregung, die Newmans Traktat 90 in den 39 Artikeln hervorrief, das ist ja ein Punkt, da sagen jetzt viele Leute, was ist das denn, die 39 Artikel? Das sind die 39 Artikel der Westminster Confession, also des Westminster Glaubensbekenntnis. Und obwohl solche fantastischen Protestanten wie Latimer und Ridley, die für ihren Glauben auf dem Scheiterhaufen gestorben sind, daran mitgearbeitet haben, diese 39 Westminster Glaubensartikel mitzuschreiben, sind die doch immer noch durchspickt von römischem Katholizismus. Die englische, also die anglikanische Kirche, war eine Kirche, die früher römisch-katholisch war und die mehr oder weniger über Nacht protestantisch wurde. Und das geht nicht, weil du hast die ganze Hierarchie da immer noch, dieselben Menschen darin. Das heißt, der Kirche wurde zwar mehr oder weniger ein anderer Name gegeben als Heinrich VIII. Mitte des 16. Jahrhunderts meinte,
als der Papst ihn nicht scheiden wollte, dass er sich halt von seinen Frauen auf andere Art und Weise trennen könnte. Und er meinte ja, wenn der Papst das alles nicht macht, dann brauche ich den auch nicht. Und dann ist der Papst auch nicht mehr das Oberhaupt der Kirche. Dann bin ich das Oberhaupt der Kirche. Und das war im Grunde der Abfall in England im 16. Jahrhundert. Und hat eben dafür gesorgt, dass die anglikanische Kirche, die tags zuvor katholisch war, den Tag drauf, anstatt das Papst als Oberhaupt zu haben, den englischen König als Oberhaupt hatte. Aber die ganze Struktur war ja nicht verändert. Weder von oben nach unten, noch von unten nach oben. Das war ja immer noch durchsetzt mit Katholizismus. Und diese 39 Artikel, wenn ihr die mal durchlest, ich habe das gemacht und wollte auch mal ein Video drüber machen, aber in Deutsch schon mal gar nicht, weil das ist alles in Englisch. Bin da auch noch nicht zu gekommen, um das zu machen. Wenn ihr die mal durchlest, dann werdet ihr sehen, dass diese Glaubensartikel der Westminster-Bezeugung, Westminster-Confession, sehr, sehr katholisch durchzogen sind. Aber trotzdem hat Newmans Traktat selbst darin große Verwunderung aufgerufen und hat dafür eben gesorgt, dass er in der römisch-katholischen Kirche aufgenommen wurde. Das beschloss dann seine Traktatphase, aber der Übergang von Newman vom Protestantismus zum römischen Katholizismus hat eben dafür gesorgt, dass die katholische Kirche einen enormen Schub von hinten bekommen hat. Ein Lehrsystem einer Gruppe anglikanischer Geistlicher, ne, dürfen wir nicht vergessen, anglikanisch, deswegen habe ich auch gerade gesagt, anglikanisch ist immer schon mit Katholizismus durchsetzt gewesen, die Oxford-Bewegung anführten, um die anglo-katholische Tradition der Kirche von England wiederzubeleben. Der Name wurde von den weit verbreiteten, äußerst einflussreichen Traktaten oder Broschüren abgeleitet, die ihre Ideen verbreiteten und von 1833 bis 1841 veröffentlicht wurden. Die Führer dieser Traktate, Newman, Cabell, Fraud und Pusey, widersetzten sich dem theologischen Liberalismus und Erastianismus ihrer Zeit und bekräftigten dies die göttliche Autorität der Könige von England als Zweig historisch und so weiter. Ihr seht, ich habe keine Lust, das weiterzulesen, die Übersetzung taugt wirklich nicht besonders, die man hier so automatisch mit dem Google Translator macht. Die Seite erscheint normalerweise ups, wo sind wir denn hier gelandet? Das war Bildersuche. Hier, so erscheint die Seite normalerweise in Englisch. Dann kann man sie besser lesen. Oder übersetzt euch das selbst. Aber wie gesagt, das ist für das Studium mal interessant, solche Dinge sich anzuschauen. Und wenn wir aus diesem Buch hier mit rausgehen, das wir mal eben lesen von Tracts of the Times, was meint das denn überhaupt? Da geht es also um die Traktariats. Gesellschaft schon beinahe, das war eine Gesellschaft, die Männer, die sich da zusammengefunden haben, die dann halt, nachdem der Emanzipationsakt Wirklichkeit wurde und die römischen Katholiken in England wieder eine gewisse Handlungsfreiheit bekommen hatten dadurch, die das gleich umgesetzt haben, um dafür zu sorgen, um England so katholisch wie möglich schon mal zu machen. Und der John Henry Newman war eine der treibenden Kräfte dahinter. Okay? Deutlich sieht und hört man in der puseyistischen Bewegung, Pusey, hatten wir gerade gelesen, der gehört auch zu den Traktaten, Puseyismus heißt das im Englischen, der puseyistischen Bewegung die wohlbekannte Maxime, fahre mir säuberlich, und hört den großen Rothahn, also den General der Jesuiten, zu seinen Schülern sagen, vergesst nicht das Motto unseres teuren Sohnes, des einstigen Bischofs von Autun. Vor allem nicht zu viel Eifer. Allmählich, ganz allmählich, weiset auf die Autorität der Kirche. Geht es im Einklang mit der Bibel und unter Hinweisung auf sie, desto besser. Verändert den Tisch des Herrn zum Altar. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich glaube, nicht viele Menschen verstehen. Also muss ich ihn mal kurz erklären. Mit dem Tisch des Herrn wird hier verwiesen auf den Tisch, wo Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gehalten hat. Das letzte Abendmahl, wo wir sprechen von der Kommunion. Wo Jesus Christus gesagt hat, brecht dieses Brot ist mein Leib, trinkt diesen Wein, dieser Wein ist mein Blut, der Blut des neuen Vertrages, des neuen Testaments. Und dies tut in Erinnerung an mich.
Das ist, was gesagt wurde und getan wurde am Tisch des Herrn. Hier steht aber, verändert den Tisch des Herrn zum Altar. Und das ist im Grunde die Basis, auf der die römisch-katholische Kirche aufgebaut ist. Das, wo der Herr das gefeiert hat und wo er uns gesagt hat, dass wir das so oft tun können, wie wir wollen, das Brot in seinem Namen brechen und den Wein in seinem Namen trinken, zur Bestätigung dieses neuen Vertrages, des neuen Testaments, da macht die römisch-katholische Kirche ein Opfer von. Weil ein Opfer, dafür braucht man einen Altar. Verändert den Tisch des Herrn zum Altar. Während wir Protestanten sagen, wir nehmen das Abendmahl, wir nehmen die Kommunion, wir brechen das Brot und trinken den Wein im Gedächtnis an unseren Herrn, sagt die römisch-katholische Kirche, wenn du das machst, dann verwende ich mit den 5 Hokuspokus-Worten hoc est enim corpus meum das Brot in den Leib und die Seele, das Fleisch und das Blut, die Göttlichkeit und die Menschlichkeit des Herrn Jesus Christus und den Becher mit Wein verändere ich in sein Blut. Das ist eine Wesensveränderung, das ist das Dogma der Transsubstantiation, wo wir so viel bereits drüber gesprochen haben und genau das steht in diesem Befehl hier mit drin. Verändert den Tisch des Herrn zum Altar, macht aus der gottgegebenen Kommunion ein heidnisches Opferritual. Das steht hier. Es ist ein ganz einfacher Satz, wo man leicht drüber liest und den nicht gut versteht. Deswegen finde ich, ist es nötig, dass wir uns da mal eben, dass wir da eben mal 2 Minuten bei stillstehen und dass wir probieren, diesen Satz auch wirklich gut zu verstehen. Was heißt das hier? In dem Satz davor steht es, geht es im Einklang mit der Bibel und unter Hinweisung auf sie, desto besser. Das heißt, wir gebrauchen die Bibel da, wo wir sie gebrauchen können, aber wenn wir unseren Zweck erreichen wollen und wir erreichen das mit der Bibel nicht, dann steht die menschliche Tradition über der Bibel. Das ist römisch-katholisches Dogma. Die römisch-katholische Kirche akzeptiert die Bibel nicht als höchste moralische Autorität und Autorität in Glaubensfragen, sondern die Tradition steht darüber. Und deswegen sagt sie, kann das im Einklang mit der Bibel oder unter Verweisung auf sie, desto besser. Ja, wir verweisen auf die Bibel. Am Tisch des Herrn zum Abendmahl verweisen wir auf die Bibel. Aber wenn das dann auf die Sätze geht, wo Jesus Christus sagt, dies tut im Gedenken an mich, dann sagen die römischen Katholiken, im Konzil von Trient in den 1550er Jahren gehalten, ja, 1545 bis 1563, dann sagen die, wer nicht akzeptiert, dass mit dem Dogma der Transsubstantiation das Brot in den wirklichen Leib, Fleisch, Seele, Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu Christi verändert wird, der sei verflucht. Das heißt, das, was die Bibel sagt, gebrauchen sie, solange sie es gebrauchen können. Und wenn sie andere Dinge haben, die gegen die Bibel sind, dann stehen die noch über der Bibel. Verändert den Tisch des Herrn zum Altar. Macht aus der Kommunion, aus dem heiligen Abendmahl, den der Herr mit seinen Aposteln gehalten hat und den er jedem seiner Folger für die Zukunft anrät, in Gedenken an ihn zu machen, verändert den Tisch, wo das passiert, in ein Opferritual. In ein heidnisches Opferritual. Es kann nur ein heidnisches Opferritual sein, weil Jesus Christus, habe ich am Anfang der Sendung gesagt, war und ist die komplette Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel. Er hat die Opfer und Speisopfer aufhören lassen. Er ist das einzige Opfer geworden. Wenn ich den Tisch des Herrn zum Altar verändere und wieder Opferung vornehme, dann verneine ich, dass Jesus der Christus ist. Und das ist der Geist des Antichristen. Und darum lesen wir das Doppelgesicht des Papsttums. So ein kleiner, unscheinbarer Satz mit so einer ungeheuren Wirkung. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. War das jetzt ein Zitat von dem Newman? Oder wer hat das genau gesagt? Oder ist das ein Zitat? Nein, das ist, glaube ich, hier, was der Rothan sagt. Fahre mir säuberlich, hör zu den größten Rothan, zu seinen Schülern sagen, vergesse nicht das Motto unseres teuren Sohnes, des heftigen Bischofs von Autun,
vor allem nicht zu viel Eifer. Das sind seine Zitate. Allmählich, ganz allmählich, weiset auf die Autorität der Kirche. Also ich meine, es geht hier um die, was in den Traktaten im Allgemeinen beschrieben steht, was aus der Oxford-Bewegung im Allgemeinen herauskam, ob das jetzt tatsächlich alles die Worte Rothans sind, der wird daran sicher mitgewirkt haben. Das sind alles die Dogmen der römisch-katholischen Kirche, die sich im Wiederaufbau in England befindet. Das sind Dinge, die in den Traktaten stehen, zum Beispiel. Verändert den Tisch des Herrn zum Altar. Die da aus der Traktatsbewegung herausgekommen sind. Okay, danke. Okay, ja. Erhebt denselben ein wenig über den Fußboden, also den Altar hier. Ja? Das ist wieder genau dasselbe antibiblische System. Erhebt denselben ein wenig über den Fußboden. In der Bibel ist es verboten, Stufen zu einem Altar aufzusteigen. In der römisch-katholischen Kirche findest du keinen Altar, wo du nicht aufsteigen kannst. Du musst immer Stufen hinaufgehen, um zu dem Altar zu kommen. Also, hier erhebt denselben ein wenig über den Fußboden. Was heißt denn das? Stellt ihn auf einen Sockel. Stellt den Altar höher als alles andere. Macht hin und wieder Wendungen beim Liturgielesen. Stellt Lichter auf, also Kerzen, rühmet den Schmuck der Kirchen, und da gehen wir in eine Fußnote rein, ein nach der Bedeutung der bunten Kirchenfenster gefragter Geistlicher gab die ebenso zierliche als sinnreiche Antwort, per varius causus per tot discrimina rerum tendimus in latinum, oder durch so mancherlei Fälle und Wechsel der Dinge reisen wir nach Latium. So, und wenn das nicht eine Bestätigung dessen ist, was ich euch gerade erzählt habe über diesen wunderbaren Satz hier, verändert den Tisch des Herrn zum Altar, da finden wir doch eine Bestätigung von dem, was ich gerade gesagt habe. Durch so mancherlei Fälle und Wechsel der Dinge reisen wir nach Latium. Indem wir die Dinge wechseln und austauschen, reisen wir nach Rom. Gehen wir über in das Heidentum. Verlassen wir die Bibel, verlassen wir den Glauben. Das genau das sagt das hier. Hab ja schon bei einer Stunde. Mal gucken, wie weit wir noch kommen hier heute Abend. Rühmet den Schmuck der Kirchen, also diese farbigen Glasfenster unter anderem, ne, wo es hier in der Fußnote drüber geht. Ne? Ein nach der Bedeutung der bunten Kirchenfenster gefragter Geistlicher gab die ebenso zierliche wie sinnreiche Antwort, durch so mancherlei Fälle und wechselnde Dinge reisen wir nach Latium. Also indem wir die Fenster einfach zwischen Anführungszeichen hübsch machen, hübsch bunt machen und da Bilderchen drauf machen, ist das auf einmal romanisiert. Die Pracht der alten Architektur legt rechten Nachdruck auf die Kraft des Taufwassers und des Genusses der Hostie. Ja, wie gerade erklärt, Transsubstantiation, Verleugnung, dass Jesus der Christus ist, empfiehlt reiche Zeremonien, allmählich auch Bußwerke, zuletzt die Ohrenbeichte, die Bilder und die Verehrung der Maria. Zeigt den jungen Theologen von fern die Ehrenstellen, welche die römische Kirche für sie in Bereitschaft hat, dem Volke die feste Ruhe dieser Kirche, den Vornehmen ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Demokratie. Das etwa ist der jesuitisch-puseistische Lehrkursus. Ja, also aus dem Puismus entstanden und Puisi war ja einer der Traktate. Ne? Also das ist das, was aus diesen Traktaten vorkommt, was darin gelehrt wurde. Sein Erfolg? Die letztveröffentlichte Liste von abtrünnig gewordenen anglikanischen Geistlichen, also welche, die dann an dem Protestantismus festgehalten haben und sich nicht zum Katholizismus rüberbewegen wollten, welche jedenfalls noch hinter der wirklichen Zahl zurückbleibt, verkündet ihn, und der drohende Riss in der englischen Kirche ist ein Triumph jesuitischer List. Das heißt, die Jesuiten haben hier die alte römisch-katholische Kirche aus England, die anglikanische Kirche, wieder übernommen. Sie haben das bisschen Hefeteig, das in der Kirche die ganzen Jahre über war, wie ich ja sagte,
lest euch die 39 Punkte vor des Westminster Glaubensbekenntnis und lest euch ein bisschen durch die Geschichte der anglikanischen Kirche. Das, was noch an römischer Hefe darin war, haben die Jesuiten hier gebraucht, haben den ganzen Teig nochmal ordentlich durchgeknetet. Und wenn man den ganzen Teig durchknetet und es ist ein wenig Hefe drin, dann wird diese wenige Hefe den ganzen Teig verderben. So wie es geschrieben steht. A little leaven spoils the whole lump. England zählte 1850 674 papistische Kapellen, 880 Priester, 54 Klöster und Konvente, 11 Kollegien und 250 Schulen. Nach 300 Jahren hat Cambridge den Ruhm, die ersten Nonnen wiederzusehen. Also, so wurde hier das wieder aufgebaut. 674 papistische Kapellen, davor gab es keine. 880 Priester, davor gab es keine. 54 Klöster und Konvente, davor gab es keine. Die wurden nämlich geschlossen. 11 Kollegien und 250 Schulen. Nach 300 Jahren, also Mitte des 16. Jahrhunderts, Heinrich der VIII., hat Cambridge den Ruhm, die ersten Nonnen wiederzusehen. 300 Jahre war der Katholizismus in England verpönt, verboten, unterdrückt und kam mit dem Traktarianismus und mit der Oxford-Bewegung wieder hoch. Mit Hilfe von Jesuitengeneral Rothaarn und mit der Unterwanderung von Menschen wie Puisey und Newman unter anderem und Wiseman, den wir auch vorher schon im Bild gesehen hatten. Ja? Die letztveröffentlichte Liste von abtrünnig gewordenen anglikanischen geistlichen Belgien, was noch hinter der wirklichen Zahl zurückbleibt, verkündet ihn, und der drohende Riss in der englischen Kirche ist ein Triumph jesuitischer List. Das Wort List, da sollte jeder bibelgläubige Christ sofort hellhörig werden. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere des Feldes. Jesuitische List, die List der Schlange, der Betrug der Schlange, die wieder einmal beginnt, die Überhand zu erwerben. Auch hier in England. Weil wenn man den Protestantismus in der Welt vernichten will, dann muss man erst den Protestantismus in England überwunden haben. Denn wenn der Protestantismus in England tot ist, dann ist der Protestantismus in der Welt tot. Das hatten wir vorher bereits gelesen. Und hier sehen wir in den ersten 50 Jahren des 19. Jahrhunderts, wie das in Angriff genommen wurde. Es begann mit der Emanzipationsbewegung. Geht dann nochmal in die Lesung Romanismus und die Reformation, da haben wir darüber gesprochen. Dann kam anschließend die Oxford-Bewegung, erst der Traktarianismus, von dem wir hier gerade gesprochen hatten. Aus dem Traktarianismus kam die Oxford-Bewegung zwischen 1833 und 1845, und ab 1850 war England wieder mehr oder weniger fest in römisch-katholischer Hand. Durch die List der Jesuiten. Das ist das Doppelgesicht des Papsttums. Und damit ende ich meine Lesung für heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.